בספר קבלה למתחיל, משל על בנו של העשיר במרתף. ולזני עם בוך קבלה למתחיל. נזכיר שניתן לצפות בשידורנו ולשאול שאלות בשידור חי בקוניגסון עם קלה. www.kab.tv. כמו כן יש מענה קולי לשאלות בטלפון 1-700-509-209. אנחנו בשורה הלמה. הלמה זה דומה? זאת אומרת מה שדיברנו קודם, שכדי להביא את הנברא לשלמות, הבורא צריך לבנות סיטואציה מסוימת. Was wir zuvor besprochen haben ist, dass Schöpfer das Geschöpf zu einer bestimmten Situation bringen muss, damit das Geschöpf herausfinden kann, wer der Schöpfer ist, um zu seiner Stufe gelangen zu wollen. Das heißt, das Geschöpf, welches zur Stufe des Schöpfers gelangt, und um das Geschöpf zu so einem Zustand zu bringen, braucht man hier ein gewisses Beispiel, um zu zeigen, wie das geschieht. Und dies gleich. Wem gleicht das? Einem großen Weisen, großen Reichen, der einen Sohn gehabt hat. Und es kam der Tag, wo der Reiche wegfahren musste. וכן בנה מרתף גדול עמוק באדמה, והטמין בו את כל הזהבים והאבנים הטובות והמרגליות, וגם את בנו הכניס שם. זאת אומרת, קודם כל, הוא הסתיר את כל הדברים שמהם אפשר ליהנות. Zuerst mal hat er sämtliche Sachen versteckt, die es zu verstecken gibt. Also zeige mal einem Kind sämtliche Reichtümer, sogar Edelsteine. Das Kind wird wie mit normalen Steinen herumspielen, nicht mehr als das. Das heißt, entsprechend dem Verstand des Kindes hat es überhaupt nichts. Es hat die ganze Welt vor sich in seinem Keller. Und der Keller existiert selbst auch nicht eigentlich. Es erscheint ihm eigentlich das ganze Leben so wie ein Keller. Das bin ich und mehr als das gibt es nicht. Und es ist deshalb, weil es nicht in der Lage ist, das zu unterscheiden, dass es eigentlich mehr hat als alles andere selbst. Was ist wer ist der Reiche und was ist sein Besitz? Der Reiche, das ist der Schöpfer, und sein Sohn, das ist das Geschöpf, welches sich noch entgegengesetzt fühlt zum Schöpfer. Denn es gebührt eigentlich dem Sohn, über den Schatz zu verfügen und im Palast zu sein und wirklich alles zu besitzen. Bloß hier enthüllt er sich praktisch als komplett entgegengesetzt, nicht wie Finanzminister, Schatzmeister oder irgendwelche Minister, sondern er ist im Keller, also das heißt nieder als jemand, als nieder als irgendjemand anderer im Staat. Auf der anderen Seite enthüllt er aber, dass er der Sohn des Königs ist. Das heißt, ich enthülle, dass es den Schöpfer gibt, der mich geschaffen hat, und ich sehe, was er mit mir getan hat. Und es gibt eigentlich nichts Schlechtes als das, was er hier macht, sämtliche Kriege, Morde, Ungerechtigkeiten, welches in der Welt gibt, alles kommt von ihm und ich enthülle das und ich möchte eigentlich kein Sohn von so einem Vater sein. Entsprechend meiner Wahrnehmung ist er eigentlich das Schlimmste überhaupt. Wenn ich diese alle ihm zuschreibe,
so ist er praktisch der Schlimmste. Und ich soll sein Sohn sein. Seht doch, was er mir getan hat. Also zuvor habe ich gar nicht gespürt, dass er mein Vater ist. Und ich habe gar nicht gespürt, dass ich leide. Bloß nun beginne ich eigentlich zu leiden. Ich spüre, dass er mein Vater ist. Und meine Zustände werden eigentlich schlimmer. Ich kann ihn gar nicht rechtfertigen. Also wenn du auf der Straße gehst und jemand auf der Straße über den Schöpfer spricht, wird er gar nicht spüren, dass der Schöpfer schlecht ist. Bloß... Du weißt, der Kabbalah erlernst, siehst, dass alles von ihm kommt und siehst eigentlich, dass alles zielgerichtet sein soll, kannst es aber noch nicht sehen. Und bevor sich dir dieses Bild enthüllt, siehst du eine viel größere Ungerechtigkeit als jemand, der auf der Straße ist, dem sich das enthüllt. Deshalb steht geschrieben, geh zu demjenigen, der mich geschaffen hat. Also das ist wie bei Rabbi Lazar, der auf dem Meer fährt und eigentlich so einen hässlichen Menschen sieht, und diesen hässlichen Menschen sieht er in ihm. Und er fragt, wer hat dich so schier, so hässlich gemacht? Und diese Hässlichkeit sagt ihm eigentlich, geh zu demjenigen, der mich geschaffen hat. Das heißt, nachdem ich dieses gesamte Negative enthüllt hat und in ihm verstehe, dass es einen Grund und eine Ursache für meinen Zustand gibt, so werde ich mich dann so verhandeln, sodass ich sage, wenn er wüsste, dass er es besser hätte schaffen können, so würde er es gemacht. Und so wendet sich eigentlich ein Mensch an den Schöpfer. Also all dieser Übergang, wir lernen den eigentlich hinsichtlich unseres Beispiels. Und nach ein großer Reicher hatte einen einzigen Sohn im zarten Alter, und es kam ein Tag, an dem der Vater für viele Jahre fern von zu Hause reisen musste. Und der Reiche hatte Angst bekommen, dass sein Sohn seine Habe nur nicht für schlechte Zwecke verjubeln möge. Nach langem Überlegen tauschte er seinen Besitz in Edelsteine, Perlen und Gold um. Dann baute er einen großen Keller tief unter der Erde und versteckte darin alle Golderzeugnisse, alle Edelsteine und Perlen, und platzierte außerdem seinen Sohn darin. Er rief seine treuen Diener zusammen und befahl ihnen, darauf zu achten, dass sein Sohn den Keller nicht verlässt. Rav sagt, wenn der Mensch in so einer Dunkelheit sich feststellt, dass er in so einer Dunkelheit ist und nicht ausbrechen kann, so enthüllt der Mensch dann letztendlich, dass es sein Vater ist, der ihn hier eingesperrt hat. Das ist die Schöpfung, das ist eigentlich die Dunkelheit gegenüber dem Licht. Bria, also Schöpfung, kommt von dem Wort Bar, außerhalb der Heiligkeit. Das ist quasi ein Austritt. Und das ist das, was der Sohn praktisch enthüllt, die Schöpfung hier enthüllt, dass all das der Vater gemacht hat, der Schöpfer, und dass man den Zustand nicht verändern kann. Und genauso ist es eigentlich bei dem Sohn des Königs. Er enthüllt, dass der Vater, sein König, ihm Schlimmeres angetan hat als sämtlichen allen anderen Menschen. Und damit er das eben enthüllt, zieht man ihm für einige Minuten am Tag hinaus, damit er sehen kann, wie die Welt draußen ist. Nochmals, er rief seinen treuen Diener zusammen und befahl ihnen, darauf zu achten, dass sein Sohn den Keller nicht verlässt, bevor er nicht 20 Jahre alt wird. Außerdem befahl der Vater, seinem Sohn täglich Essen und Trinken zu bringen, ihm aber keinesfalls Feuer und Kerzen zu geben. Also Feuer und Kerzen bedeutet, dass er nicht versteht, was ihm eigentlich geschieht. Und er befahl, zu prüfen, dass es an den Wänden keine Risse gibt, durch welche Sonnenstrahlen in den Keller gelangen könnten.
Und für die Gesundheit des Sohnes befahl der Vater den Dienern, ihn täglich aus dem Keller für eine Stunde nach draußen zu führen und mit ihm durch die Straßen der Stadt zu spazieren. Das heißt, für die Korrektur sollte er auf die Straße gebracht werden. Doch was spürt er? Doch unter einer guten Bewachung wird er spüren, dass er nicht fliehen kann. Und wenn der Sohn 20 Jahre alt wird, dann wird man ihm Licht geben, das Fenster öffnen und erlauben, herauszugehen. Aber das weiß er noch nicht, denn er ist noch klein. Aber den Aufsehern wird es gesagt, dass sie auf ihn aufpassen müssen und ihn im Alter von 20 Jahren in die Freiheit entlassen müssen. Aber er enthüllt eigentlich, dass sein Zustand der schlimmste ist und das enthüllt den Mensch, der in einer inneren Entwicklung ist. Aber so fühlt sich wirklich ein Mensch, der sich am Beginn seiner spirituellen Korrektur befindet. Er beginnt, der Sohn des Königs zu sein. Aber von welchem Zustand beginnt er? Es erscheint wirklich sehr, sehr schwierig. Aber man sagt, 1000 gehen ins Zimmer hinein und einer erblickt das Licht. Wer ist in der Lage, das Licht zu sehen? Also vielleicht ist es besser, genauso zu sein wie jemand auf der Straße. Was bedeutet 20 Jahre? Rav sagt, 20 Jahre bedeutet, dass er über die Keller herrscht, über die unteren herrscht. Was bedeutet das? 10 Sferot von Or Yeshar und 10 Sferot Or Hozer. Es gibt ein Alter von 13 Jahren, wo man beginnt mit Achab zu arbeiten, aber 20 bedeutet, dass man sämtliche Kelim verwenden kann in der Absicht, um zu geben. Das heißt, man kann beginnen, sich mit dem Grund mit dem Untergrund zu beschäftigen. Das heißt, diese 7 zusätzlichen Jahre sind dazu da, um zusätzliche Kräfte zu erlangen. Was bedeutet hier eigentlich, dass man den Sohn zumindest für eine Stunde aus dem Keller herausführt? Rav sagt, manchmal lässt man den Menschen in der Beschäftigung mit der Weisheit der Kabbalah einen kleinen Funken erblicken, wie ein Hoffnungsblick. Demgegenüber siehst du aber monatelang, dass du in Dunkelheit bist und in mangelnder Erfüllung. Und du kannst den Schöpfer nicht rechtfertigen. Und diese zwei Phasen, Zustände der Dunkelheit und diesem Funken Licht sind dazu da, damit du diese boshaften Fehler und die unabsichtlichen Fehler ihm gegenüber ertragen kannst. Also sämtliche boshaften Fehler und unabsichtlichen Fehler beziehen sich nur auf ihn, auf die Lenkung, wie sich der Mensch auf diese Kraft, zu dieser Kraft verhält, welche ihn lenkt. Ich wollte fragen, was ist dieser Wechsel von Geld in Edelstein und Perlen? Also, ja, ein Mensch, der sich in einem Keller befindet, sieht das Ganze nicht, sieht die Schätze nicht. Das ist quasi so, als hätte er die ganze Welt vor sich, er kann es bloß nicht sehen. Also, wenn dieses Kind dort, sagen wir, Edelsteine hat, Säcke von Edelsteine hat, was soll er damit anfangen? Soll er das essen? Das ist sinnlos, nutzlos für ihn. Und so fühlt er eigentlich die ganze Welt. Die ganze Fülle ist hier, bloß ich fühle mich eigentlich so, wie ich bin. Ich fühle mich wie ein armer Bettler. Also in der doppelten Verhüllung und einfachen Verhüllung ist das ganze Ziel darin, die gesamte Lenkung in all dem zu rechtfertigen, wie man es nur kann.
Doch natürlich kannte das Leid des Sohnes keine Grenzen. Und umso mehr, da er sah, wenn er in der Stadt spazieren ging, dass alle jungen Leute essen, trinken und sich in den Straßen vergnügen, ohne Bewachung und ohne eine bemessene Zeit verbringen können. Und er im Gefängnis sitzt und Augenblicke des Lichtes ihm nach Stunden gezählt werden. Das heißt, er kann nicht mal zu den normalen Zuständen übergehen. Er ist zwischen Himmel und Erde. Rav Asch hat immer gesagt, entweder verbringt er eine tolle Zeit wie alle Menschen in dieser Welt, oder er tritt ein in die spirituelle Welt und dort findet er wirklich spirituelles Leben. Aber wenn er dazwischen ist, zwischen dem einen Zustand und dem anderen Zustand, ist er wirklich armselig. Entweder ist er armselig, weil er sich nicht entwickelt, oder fühlt sich zu dieser Zeit in seiner Entwicklung sehr bedrückt. Was bedeutet das, dass man draußen spazieren geht? Darauf sagt er, man spürt ein bisschen Geschmack in diesem Leben, beziehungsweise Geschmack in der kommenden Welt. Das gibt dem Menschen zumindest ein gewisses Gefühl, dass er in dieser, zumindest für eine gewisse Zeit, Licht sehen kann. Dieses Licht dann nicht, dass er seinen Vater bestätigt und rechtfertigt, sondern im Gegenteil. Mit seiner Bitterkeit sieht er eigentlich, wie alle fröhlich sind. Das bedeutet nicht, dass er jetzt in dieser Stunde geht und sich in der Stadt verirrt und alles tun und lassen kann, was er will, sondern und nicht nachzudenken braucht über den morgigen Tag, sondern diese Stunde ist vielleicht bitterer als alle anderen Stunden, die er unten ist, im Keller ist, denn er sieht eigentlich, wie viel mehr alle anderen haben und wie wenig er eigentlich hat und wie tief er im Keller sitzt. Er sieht eigentlich die Menschen, wie fröhlich sie sind, und er selbst hat absolut keine Freude. Also, wir sehen, dass man jedes Mal eigentlich ein Gefühl der Überwältigung, dieses Gefühls der Bitternis. Wenn er sein ganzes Leben im Keller verbringen würde, so würde er nicht wissen, womit er das zu verbinden hat. Genauso wie wir nicht wissen, was Spiritualität ist. Es reicht uns aus, in dieser Welt zu sein. Wir kalkulieren nur das eine, wir vergleichen nur das eine mit dem anderen, aber bloß man gibt dem Menschen nicht wirklich die Möglichkeit, wirklich zwei grauenhafte Zustände miteinander zu vergleichen. Das ist ein Keller, mit dessen Hilfe du auf dessen Basis du eigentlich das Licht erblickst. Und noch mehr der Vater, wo man überhaupt nicht keinen Gedanken verschwenden kann, dass alles nur eigentlich in Liebe gemacht worden ist. Wie soll man dadurch zur Liebe gelangen? Dazu muss der Mensch eigentlich gelangen, um auszubrechen. Wie erklärt uns das auf der Seite 70 von den Briefen? Ich bin krank vor Liebe. In so einem Zustand? Spiritualität erscheint uns komplett entgegengesetzt. Und wenn man dem Menschen ein bisschen Klarheit zeigt, kann das der Mensch überhaupt nicht rechtfertigen. Es erscheint ihm sehr, sehr vulgär, und er kann da überhaupt nicht zurechtkommen. Deshalb ist über dem Verstand, die Möglichkeit, um zu fliehen. Frage bloß, hier weiß er doch, dass es zumindest vom Vater ist.
Das ist ja noch schlimmer. Es erscheint dir vielleicht im Hinterkopf, dass das, ja, wenn das vom Vater ist, dass das vielleicht gut ist, besser ist. Nein, das gibt es nicht. Du hast nicht so eine Rechtfertigung. Das ist die grauenvollste, die schlimmste Sache eigentlich. Und nicht mal mein Tod kann mich davor retten. Und das ist endgültig. Und indem das vom Vater ist, sehe ich das eigentlich, dass es sehr, sehr schlimm ist. Ich möchte das gar nicht mal näher betrachten, sondern stellt euch das eigentlich vor, alles ist nur zum Schlimmen. Gesprochen wird über einen Menschen, der sich mit der Weisheit der Kabbalah zu beschäftigen. Er fühlt sich als der Sohn des Königs und er spürt, dass der Schöpfer nicht gut ist, eigentlich nur das nur Schlechtes tut. Aber er beginnt alles in seinen Kelim zu enthüllen, denn jeder kritisiert entsprechend seine Verdorbenheit. Aber er hat noch keine Kelim, um zu spüren, dass das alles nur in ihm geschieht. Er befindet sich in einer Dunkelheit. Und wenn er den Vater bereits rechtfertigen könnte, so hätte er bereits Licht. Er hätte eine Rechtfertigung. Aber er fühlt sich jetzt eigentlich wie ein, er fühlt sich jetzt eigentlich nicht wie ein Kranker, der eine Medizin hat. Frage, warum erklärt er uns eigentlich, dass er... Das wird dir nicht helfen, dass er dir das erklärt. Der sagt, ja, das schwächt doch. Rav sagt, das schwächt überhaupt nicht. Es wirkt überhaupt nichts. Außer wenn du während deines Lesens dich mit dem Prozess identifizieren kannst. Und in dem Ausmaß, wo du dich damit identifizieren möchtest, beginnst du in einem gewissen Spiel, das in dir selber wiederzufinden. Und du beginnst zu erhoffen, sowohl... Und auch bereits in einem gewissen Ausmaß dich selbst zu korrigieren. Und dieses Spiel, du machst es in deinem Inneren durch, auf deinen Knochen, du spürst das Ganze. Und dadurch passt du dich der Wahrheit bzw. dem Leben mehr an. Nicht, dass du weiser wirst, sondern die Kelim, ein Teil der Kelim, werden mit Hilfe dessen korrigiert. Also die Kelim von Shorosh Alef Bet, außer der Erkenntnis und der Bestimmung darin, sind jene Kelim, die sich im Unterbewusstsein dazu befinden, sie beginnen sich zu korrigieren. Also du bereitest dich im Unterbewusstsein bereits darauf vor, genauso wie bei einem kleinen Kind, welches spielt. Es bleibt ihm eigentlich nichts anderes übrig von den Spielen, wenn er erwachsen ist, aber diese Spiele führen ihn eigentlich dazu, zu einem Zustand eines Erwachsenen. Alles, was ihm übrig bleibt, sind Kalkulationen, Begeisterungen und Empfindungen, die du ansammelst und dadurch zu größeren Sachen gelangst. Also in all unseren Verlangen gibt es eine Schicht von Stufen, die unterbewusst sind und diese ordnet man dir wie in einem Spiel. Und wenn du kommst, um sie innerlich zu verwirklichen, gibt es bereits ein System, welches vorbereitet ist, um das zu verwirklichen. Die innere Vorbereitung befindet sich eben bereits in dir mit Hilfe dieses Spieles, welches du gespielt hast. Leo sagt, bloß wir spielen jetzt nun über die Verbreitung. Über die Verbreitung in den breiten Massen. Rav sagt, es gibt ja eigentlich kein Hindernis, um den Leuten etwas zu enthüllen. Und außerdem schreibt der Bala Solam, dass alles, was in der Weise der Kabbalah steht, das ist nicht von jenen Sachen, die er verhüllt,
die von Atik Yomin kommen, sondern das sind ziemliche Enthüllungen, die eigentlich dazu da sind, von den Tamei-Tora, von den Geschmäckern der Tora. Und diese werden Israel aus dem Exil zurückführen. Und wir müssen diese Sachen enthüllen, von einem, wie du das von einem Kind nicht zurückhältst. Bloß wir enthüllen das in einer gestuften Art und Weise, sodass das Kind eigentlich das zu seinem Vorteil annehmen kann. Genauso müssen wir auch dazu vorbereitet sein. Wir müssen die Stufen der Entwicklung feststellen. Und sämtliche Sachen so enthüllen, dass es eigentlich zum Guten, zum Vorteil des Geschöpfes sind. Aber manchmal spürt eigentlich das Kind nicht, dass die Handlungen der Eltern gut für ihn sind. Der Vater übt ziemlich viel Druck auf mich aus, die Mutter sagt, geh in die Schule, ich möchte eigentlich Fußball spielen, aber man sagt mir, geh schlafen. Also alles entspricht nicht dem Verlangen, aber das ist ganz klar. Aber wir sind verpflichtet, trotzdem darin wirklich zu üben und dem Volk nahe zu sein. Und wir müssen auch an uns selber enthüllen, dass sich uns jedes Mal eine weitere Schicht enthüllt, welche in den vorangehenden Kilim nicht von uns vorgestellt wurde, wo wir in den vorangehenden Kilim nicht darüber denken konnten. Und wir müssen uns daran erinnern, dass jeder Erkennende trotzdem in Dunkelheit geht, dass man ihm das versüßen muss und Unterstützung geben muss, wie sehr man auch kann. Also wenn der Sohn des Königs weiß, dass es noch andere gibt, wie ihn, die im Keller sind, wird ihm das helfen oder stören? Rav sagt, fast nicht. Das ist abhängig davon, welche Stufe des Kellers er ist. Wenn er bereits auf so einer Stufe ist, wo es eine Verbindung zwischen ihm und den anderen gibt, wo diese Verbindung der Bürgschaft nahe kommt oder Arvut nahe kommt, so kann er dies dadurch versüßen, dieses Gefühl versüßen, indem er spürt oder sieht, dass sich andere noch in diesem Zustand befinden und er dadurch eigentlich die Größe des Vaters annehmen muss. Aber eigentlich, wenn er fällt und wirklich spürt, dass er in dem Keller ist, auf welcher Stufe er nicht sein sollte, wird er trotzdem spüren, dass er quasi alleine ist und armselig ist. Frage, wenn der Zustand der einfachen Verhüllung, der doppelten Verhüllung eigentlich nur dazu da ist, um den Schöpfer zu rechtfertigen, wie kann man den Schöpfer dann, was können wir daraus lernen? Rav sagt, wenn der Mensch lernt, so ordnet man dem Menschen von oben eine solche Realität an, wo man den Schöpfer eigentlich niemals rechtfertigen kann und immer spürt, dass er schlecht ist. Denn wenn ich spüre, dass ich einen großen Lehrer habe, so ist er, so fühle ich mich eigentlich bereits in Sicherheit. Und ich brauche eigentlich nichts mehr anderes. Ich kann mich erinnern, dass ich einen Bekannten gehabt habe, mit dem ich gemeinsam den Weg gesucht habe. Und nach einigen Jahren kommt er zu einer gewissen, zu unserer Synagoge, zu einem Monatsanfang. Und er sagt mir, Michael, weißt du, ich habe einen Rebbe. Er wurde ein Chabadnik und hat das in so einer Art und Weise gesagt, wo ich gesehen habe, ein Mensch hat seinen Platz gefunden. Er ist jetzt sicher hinsichtlich dessen, was er macht und hat eine Sicherheit in dieser Welt und der kommenden Welt. Kurz gesagt, Ein Sof, Vollkommenheit, und er braucht nichts mehr anderes. Und ich habe an ihm so eine Sache gespürt und ich habe genau das Gegenteil gespürt.
Was für ein Rebbe und was für eine Vollkommenheit habe ich darin. Ich habe gar nichts darin. Ich kann ihn gar nicht schätzen, kann ihn nicht rechtfertigen, gar nichts. Was für ein Vater soll das sein? Der Schöpfer ist noch ärger. Denn ich fühle sie, so als würden sie mich eigentlich stören, das zu erreichen, was ich will. Ich muss sie beide besiegen. So wie geschrieben steht, meine Söhne haben mich besiegt, aber bloß in verkehrter Art und Weise, weil ich die Kelim der Hashpa'a fordere. Das ist ganz klar, dass ein Student, der sich entwickelt, in natürlicher Art und Weise seinen Lehrer hasst, weil ihm erscheint, dass sein Lehrer ihn zurückhält, jene Sachen zu erlangen, die er eigentlich erlangen möchte. Er ist die Quelle all meiner Leiden. Also, wenn sich in ihm etwas befindet, was ich haben möchte und ich das nicht von ihm bekomme, so verhalte ich mich in ganz natürlicher Art und Weise zu ihm, als Hassenden. Ich hasse ihn. Das ist ganz klar. Also ich habe all diese Sachen hier durchgemacht. Das ist kein Geheimnis. Gehen wir weiter. Und wenn er zu fliehen versucht, dann schlägt man ihn ohne Funken des Mitleids. Und was ihn noch mehr betrügt und betrügt, ist die Tatsache, dass er gehört hat, dass sein eigener Vater selbst dieses ganze Unglück auf ihn heraufbeschworen hat. Wobei die Diener nur die Anweisungen des Vaters erfüllen. Selbstverständlich denkt der Sohn, dass sein Vater das grausamste Monster ist von allen, die es je gab, denn das ist einfach unerhört. An dem Tag, als der Sohn 20 Jahre alt wurde, brachten ihm die Diener gemäß dem Befehl des Vaters eine Kerze hinab und der junge Mann nahm die Kerze und begann sich umzusehen. Also Kerze bedeutet, dass man alles beginnt aus der Spiritualität zu sehen, nicht aus dem Irdischen. Und was sieht er? Er sieht Säcke voller Gold und königlichem Reichtum. Und königlichen Reichtümern. Also seitens der Spiritualität ist sein Zustand vollkommen. Es gibt nicht etwas, was ihm fehlt, um vollkommen zu sein. Und erst dann verstand er, dass sein Vater wahrlich barmherzig ist und sich um nichts anderes als um sein Wohl gekümmert hat. Was bedeutet um sein Wohl? Ja, die Geschäfte wurden bereits verrichtet, Edelsteine sind da, aber das Einzige, was ihm gefehlt hat, war das Ausmaß an Leiden, die er eigentlich in sich konzentriert hat, und die Kerze, die er nun vom Vater erhalten hat. Diese beiden Sachen, das eine gegenüber dem anderen, also Leiden und die Kerze, das ist das, was ihm eigentlich gefehlt hat. Nun, mit Hilfe dieser beiden, also der Kerze und den Leiden, beginnt er, dieselbe Realität zu sehen, denselben Keller, dieselben Edelsteine. Und er sieht das eben als vollkommene Sache an. Und es fehlt ihm überhaupt nichts. Er hat nun die Kräfte und die Möglichkeiten, alles zu tun. Ja, wir lernen doch, dass wir den Prozess der Korrektur langsam enthüllen. Zuerst das Geld, danach Gold und danach die Edelsteine. Aber hier zeigt man ihm alles. Rabash hat immer gesagt, gefällt dir dieses Beispiel hier nicht, dann wirf es weg. Also, und nimm ein anderes an. Es kann nicht sein, dass du ein Beispiel hast, welches zu 100% deinem Leben entspricht. Trotzdem gibt es hier einen gewissen Ausschnitt, den er dir hier enthüllen, offenbaren möchte, von all diesen, von der Summe dieser Metamorphosen, die wir in unserer Entwicklung durchwandern. Also, erklärt er dir, dass aus einem Blickwinkel heraus, einem bestimmten Blickwinkel heraus, es ist ganz klar, dass man das nicht alles genauso enthüllt, bloß der Mensch beginnt zu verstehen, dass er eigentlich alles vor sich hat.
Du weißt noch gar nicht, wie du diese Säcke an Edelsteinen hier verwenden sollst, bloß du verstehst, dass alles von dir abhängig ist. Und in so einer Art und Weise hat der Schöpfer oder der König, der Vater dir alles so vorbereitet, damit du eben die Möglichkeit hast, mit diesem Kelim den gesamten Schatz zu verwenden. Und der Sohn hat sofort verstanden, dass die Diener ihm natürlich erlauben werden, den Keller frei zu verlassen. Denn Rav sagt sich klar, denn nun hat er den Verstand und eine Erkenntnis, wie er mit der gesamten Realität umgehen kann, als Sohn des Vaters. Und das tat er auch. Er verließ den Keller und es gab keine Wache mehr, keine grausamen Diener und er ist reicher als alle Reichen der Erde. Und doch in Wirklichkeit geschah nichts Neues. Es stellt sich einfach heraus, dass es von Anfang an alle Tage seines Lebens alle Tage seines Lebens ein großer Reicher war. Das ist das, was wir eigentlich in unserem Leben enthüllen. Sprich mal mit Reichen. Und sieh dir an, wie sehr sie weiter laufen und laufen, um etwas zu erlangen. Denn das, was die Menschen haben, fühlen die Menschen als nichts. Denn wir spüren eigentlich nur die Geschmäcker, den Geschmack dort, wo es einen Kontrast gibt zwischen Licht und Dunkelheit. Dies spüren wir als Genuss. In dem Eintritt des Genusses in den Mangel. Doch nun kann er diesen Zustand festhalten. Und deshalb ist er der Reichste von allen, denn nun in der Angleichung an den Vater ist er nicht so wie all jene, die einfach einen Genuss haben davon, wenn sie im Pub sitzen und Bier draußen trinken. Genauso wie er einst das gesehen hat, dass er im Keller sitzt und alle anderen draußen sitzen. Nein, jetzt bekommt er Kräfte, um diese unbegrenzten Genüsse festzuhalten, also mit Hilfe jener Weisheit, die er mit Hilfe dieser Kerze im Keller enthüllt hat. Also dieser Gegensatz zwischen Keller und Kerze, das bleibt in ihm. Und nun geht er praktisch um alles, also das gesamte Gold und die Edelsteine zu verwenden. Und es stellt sich heraus, dass er von Anfang an alle Tage seines Lebens ein großer Reicher war. In seinen eigenen Empfindungen war er zwar sein Leben lang arm, armselig und auf den Boden gestürzt. Doch nun wurde er in einem Augenblick sehr reich und stieg aus einem tiefen Abgrund an die Bergspitze auf. Doch wer wird dieses Gleichnis verstehen können? Ein Mensch, der versteht, dass böswillige Vergehen eben dieser tiefe Keller mit sicherer Wache ist, aus dem man nicht entkommen kann. Was bedeutet böswillige Vergehen? Er beginnt zu verstehen, dass er diese böswilligen Vergehen macht und dadurch den Vater eigentlich bildet. Aber niemand, also der Mensch bildet sich all diese böswilligen Vergehen, solange bis er diese böswilligen Vergehen bis zum Alter von 20 gebildet hat, bis zum Alter des Erwachsenseins. Der Mensch hat tagtäglich gebetet, dass er sterben kann, bloß er konnte nicht sterben. Und so transformieren sich sämtliche böswillige Vergehen aus der Dunkelheit zur Helligkeit. Und hier werde ich mich fragen, ob du das begreifst. Die Sache liegt einfach. Der Keller und die sichere Wache, all das sind Anschaffungen, die Güte des Vaters zu seinem Sohn, ohne welche dieser niemals so reich werden würde wie der Vater. Rav sagt, all diese Sachen sind Parameter, Gegebenheiten, mit denen du dich entwickeln kannst. Und die Entwicklung liegt eigentlich nicht darin, dass du im Keller 20 Jahre im Keller sitzt und
ist und die Entwicklung liegt darin, dass du dich anstrengst, den Vater zu rechtfertigen, mit Hilfe der Lehre und der Lehre in der Weise der Kabbalah. Trotzdem damit einher beginnst du zu sehen, dass du nicht in der Lage bist, ihn zu rechtfertigen. Aber wir müssen uns anstrengen, in all unseren Kräften dies zu rechtfertigen, dass er gut und Gutes tuend ist zu den Guten und den Bösen. Und wenn sich uns danach enthüllt, dass wir nicht in der Lage sind, ihn zu rechtfertigen, ist das ein Zeichen dafür, dass sich uns jedes Mal unkorrigierte, unschöne Verlangen enthüllen, welche bezeichnet werden als Tage, die man im Keller verbringt. Tage und Jahre, die man im Keller verbringt. Ist es klar? Wir lernen immer, dass die Linie in der Gruppe eigentlich darin liegt, dass man den Freunden die Größe des Schöpfers zeigen sollte. Nun, so wie Sie sagen, wie kann der Mensch eigentlich mit diesem Widerstand eigentlich ankämpfen, wo der Mensch spürt, dass er den Schöpfer nicht spürt und eigentlich komplett entgegengesetzt zum Schöpfer. Also wie kann man da zurechtkommen? Rav sagt, wenn sich der Schöpfer dir als vollkommen zeigen würde, so würde er von dir praktisch deine Arbeit stehlen. Nicht, dass er damit spielen müsste, sondern wenn er das selber enthüllen würde, könnte, so würde er sich selbst nicht als vollkommen betrachten. Also, es gibt hier nicht kein Spiel, sondern dies ist entsprechend der Stufen so angeordnet. Und einen solchen Lehrer können sich nur jene anheften, die Veränderungen suchen. Auf der einen Seite hält er diese, bloß auf der anderen Seite erweckt es in ihnen alle möglichen Zweifel. Bloß und in der Möglichkeit, diese Zweifel zu überwinden, gibt man ihnen noch größere Zweifel. Denn ansonsten wäre man eigentlich in Vollkommenheit. Man wäre eigentlich auf der Stufe des Unbelebten im Spirituellen. Als der Rebbe verstorben ist, sind die Leiter der Synagoge zu mir gekommen und haben mir gesagt, Michael, wir brauchen eigentlich hier einen Rebbe. Und ich habe sie gefragt, was fehlt euch? Wann fehlt euch ein Rebbe? Ja, sie haben gesagt, bereits vor 2 Jahren, vor zwei Wochen, seit 2 Wochen geht er uns ab. Ja, eine Woche war so Trauerwoche und danach waren wir eigentlich genau in der Mitte der Feiertage. Also sie haben mir gesagt, wir brauchen einen Rebbe. Und ich habe gefragt, wozu brauchst du einen Rebbe? Ich bin bereits seit zwei Wochen ohne Rebbe. Also man hat mir gesagt, wir brauchen sofort jemanden, der an seiner Stadt ist. Aber kann es jemanden sein, der ihn ersetzt? Also sagt er mir, es gibt keinen, der in seiner Stadt ist, bloß wir brauchen jemanden. Also das heißt, dieses Gefühl, dass man jemanden braucht, der wie ein Vater ist, denn ansonsten könnte man nicht existieren. Ja, er ist zwar in der Lage, eine gewisse Kritik anzunehmen, aber dies zahlt sich für ihn nicht aus, denn ansonsten wäre er in einem Mangel an Vollkommenheit. Und so beginnt er seinen Vater auf eine Stufe zu erheben, die höher ist als er selbst, also höher als der Schöpfer selbst. Warum? Denn jeder, der sich an die Vollkommenheit heftet, ist selbst vollkommen. Es zahlt sich für mich aus und so befinde ich mich in so einer Vollkommenheit und das ist wirklich sehr, sehr gut. Also für einen normalen Menschen von der Straße ist das eine Errettung. Das ist ein angenehmes Leben und tue das, was du machen möchtest. Genauso wie er gesagt hat, ich habe einen Rebbe. Und ich kann eigentlich nur sagen, schön wäre das für uns, wenn wir entsprechend auf unserem Weg zu dieser Sache gelangen könnten.
Aber bloß, das wird nicht in Malchus sein, sondern in Keter, in dem gesamten Narnchai, welches sich enthüllt. Also, wir müssen zwischen dem einen und dem anderen unterscheiden. Aber das zahlt sich für dich nochmals aus, diesen Unterricht nochmals zu hören. Also, wann rechtfertigt man den Weg? Erst am Ende des Weges? Naja, also Tzaddik, also gerechter, das ist eine Stufe über dem Machsum, mit Belohnung, Bestrafung und eine Gerechtigkeit, welche auf einer Stufe darunter ist, ist eine Liebe, die von einer Sache abhängig ist, beziehungsweise von keiner Sache abhängig ist. Das bedeutet, dass die Gerechtfertigung über dem Machsum eigentlich nur darin liegt, also dann ist, wenn man über den Machsum ist und der Schöpfer enthüllt sich und er bezeugt, dass der Mensch nicht mehr zu seiner Torheit zurückkehren wird. Und aus dem heraus beginnt der Mensch zu enthüllen, dass der gesamte Weg nur seitens des Guten ist. Und darin misst er sich mit dem. Und da stellt sich die Frage, womit ist der, in welchem Verhältnis ist der Schöpfer mir gegenüber in diesem Zustand oder in der Vergangenheit? Also rechtfertige ich ihn mir gegenüber. Also wenn er gegenüber der ganzen Menschheit steht, so muss ich eigentlich prüfen, wie jeder Einzelne sich ihm gegenüber, zu ihm verhält. Wenn wir von jetzt an und weiter uns einfach nur ausmalen, dass er gut sind, so bilden wir damit die Zukunft. Und dies bezeichnen wir, und wir könnten eigentlich dadurch zur Ewigkeit gelangen. Das heißt, die Rechtfertigen kannst du eigentlich nur durch die Enthüllung. Aber vor der Enthüllung geht das nicht. Vor der Enthüllung ist eine Verhüllung, die von mit allen möglichen Färbungen zu uns kommt. Wir vergessen den Weg und wir vergessen, dass wir selber auch rechtfertigen oder ihn beschuldigen. Wir vergessen die Anstrengung, die wir zu investieren haben, mit Hilfe der Gesellschaft, von der wir die Kräfte bekommen sollten. Also das heißt, die Verhüllung wirkt in jeder Hinsicht. Aber doch die Böswilligen vergehen, das sind tatsächlich beabsichtigte Sünden und nicht zufällige Vergehen oder erzwungene Taten. Doch bevor der Mensch zu seinem Reichtum zurückkehrte, beherrschte seine Wahrnehmung die Empfindung in voller Form und voller Bedeutung. Also, als sich dem Mensch enthüllt, beginnt er, die gesamten Reichtümer zu sehen. Aber auch umso mehr als das. Also er bekommt von dem Vater nicht all diese Funken, denn der Rest bekommt er durch seine eigene Entwicklung. Diese Funke, das ist sein erster Kontakt, den er entwickelt hat mit seinem Vater. Das ist praktisch die höhere Natur, die höhere Kraft. Und alles weitere über diesen Punkt beginnt der Mensch von sich selbst zu entwickeln, indem er sämtliche böswilligen Vergehen, diese sämtliche Dunkelheit mit dem Funken beginnt zu vereinen. Und man muss verstehen, und er beginnt Liebe zu enthüllen. Doch nachdem er zu seinem Reichtum zurückkehrte, sieht er, dass all das die Güte des Vaters war und keineswegs Grausamkeit. Das heißt, jene Kelim, die er ihm in dem Keller erlangt, dieses Leiden, die böswilligen Vergehen und die erzwungenen Taten, gerade mit
Hilfe dieser verbindet er sich mit dem Vater. Zuvor hatte er das nicht. Er hat im Laufe seines Lebens haben sich die 20 Jahre zu jenem unendlichen dunklen Klient enthüllt. Bloß danach kann das Licht kommen zur Korrektur, wo diese gesamten böswilligen Vergehen und diese gesamte Gram, die der Mensch, die der Sohn gegenüber seinem Vater gehabt hat, all das transformiert sich zur Helligkeit. Und er beginnt zu verstehen, dass er ohne dem eigentlich, wenn er die 20 Jahre nicht durchlaufen hätte, nicht zur Stufe seines Vaters gelangt wäre. Und dann beginnt man ihn zu rechtfertigen. Und dadurch, durch die Rechtfertigung, geht man von einer Herrschaft zur anderen Herrschaft über. Doch man muss verstehen, dass die Liebe, welche den Vater und seinen einzigen Sohn verbindet, von der Erkenntnis der Güte des Vaters zum Sohn abhängt. Der Vater hat eigentlich noch mehr gelitten als der Sohn, denn er hat sich verhüllt, sowohl in der Beziehung, in seiner Beziehung zum Sohn, als auch im eigenen Leid. Und im heiligen Zohar ist ebenfalls davon die Rede. Darin steht, dass demjenigen, wem die Rückkehr zuteil wurde, sich die heilige Schchina als eine große, großzügige Mutter offenbart, die ihren Sohn eine lange Zeit nicht gesehen hatte. Eine Vielzahl an wunderbaren Taten haben sie vollbracht, um einander zu sehen, und sie haben sich deswegen großen Gefahren ausgesetzt und so weiter. Rav sagt, ja, auf dem Weg gibt es viele Gefahren und die Gefahr liegt, dass der Hass, den man gegenüber dem Vater hat, dass diese Trennung ihn nicht in so einer Form in ihm abgedrückt wird, sodass man sich niemals mehr davon trennen könnte. Doch schließlich bekamen sie die lang ersehnte Freiheit, die sie mit solch einer Ungeduld erwarteten, und es kam ihnen zuteil, einander zu sehen. Dann läuft die Mutter zum Sohn, küsst und tröstet ihn und führt mit ihm Tag und Nacht ein inneres Gespräch. Sie erzählt von der Sehnsucht, von den Gefahren, die auf ihrem Weg lauerten, und davon, dass sie von Anfang an unverändert bei ihm war. Schchina, die göttliche Gegenwart, wich nicht von ihrer Seite und litt überall mit ihr, doch er konnte das nicht sehen. Also, das heißt, die Liebe enthüllt sich in jedem Augenblick. Und nun bringt man ihn eigentlich zur Klärung der Liebe. Und erst dann zeigt sich eigentlich, dass es zuvor ein vollkommenes Leben gegeben hat. Und hier zeigt sich, im Buch Zohar steht, dass die Mutter zum Sohn sagt, hier überfielen uns die Räuber, doch wir retteten uns vor ihnen. Und hier verbargen wir uns in einer tiefen Schlucht. Und so weiter. Welch ein Tor wird die große Liebe, die Zärtlichkeit und die Wonne nicht verstehen, die aus diesen Erzählungen sprudeln, die ihre Herzen trösten. Die Wahrheit besteht darin, dass vor dem Treffen von Angesicht zu Angesicht die Leiden, die verspürt wurden, schwerer als der Tod waren. Der Buchstabe A, also ein im Wort Leiden, Neger, stand am Ende. Doch nun befindet er sich am Anfang der Wortverbindung, was natürlich Oneg, also Genuss, bedeutet. Rav sagt, das ist das, was er im Brief Nummer 70, auf Seite 70 schreibt, dass die Zukunft Neger, also Leiden, sich in Oneg, in Genuss verwandeln wird. Und diese zwei Punkte leuchteten erst, nachdem sie sich in einer Welt verwirklichen. Stelle dir vor, dass Vater und Sohn, die jahrelang ungeduldig ein Treffen erwarteten, einander schließlich gesehen haben. Doch der Sohn ist taub und stumm, und daher können sie einander keine Freude haben. Doch die Liebe verbirgt sich also hauptsächlich in den Genüssen, die der Stufe eines Königs entsprechen.
Rav sagt also, es gibt hier noch klarerweise vier Schichten der Tiefe in diesem Beispiel. Wo man sich die Frage stellt, seitens wem ist hier dieser Keller, diese Dunkelheit? Wen genau bezieht sich das? Also in dem Geschöpf, seitens des Schöpfers, als Schutz des Geschöpfers oder als Schutz des Schöpfers beziehungsweise Schutz zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf, als Möglichkeit quasi, dass das Geschöpf einen Schaden verursachen könnte. Also hier gibt es noch viele Sachen, welche wir im Laufe der Zeit noch durchwandern werden und diese klären werden. Also kann man beim Sohn verstehen, dass es die ganze Menschheit ist, die ganze Schöpfung ist? Ja, das könnte die ganze Schöpfung sein, die gesamte Menschheit sein, welche nun beginnt zu erlangen, dass sie sich tatsächlich in dem Keller befindet und dass es dort eigentlich nichts zu erlangen gibt. Das ist der endgültige Zustand und wir alle sind verpflichtet, irgendetwas zu tun. Also die Beziehung, wir sind verpflichtet, die Natur, Beziehung zu verändern, in die Kraft des Gebens, in die eigene, in seine Natur. Ja, also das kleine Detail und das Allgemeine sind gleich. Und das, was man über den Menschen sagt, ist genauso gleichzusetzen mit dem über die Gruppe bzw. der ganzen Menschheit. Also wo ist der Unterschied zwischen Depression und der Weise der Lehre der Kabbalah? Rav sagt, die Enttäuschung, die allgemeine Enttäuschung ist eine der Zeichen, die den Menschen eigentlich, sodass die Welt eigentlich mit Hilfe der Weisheit der Kabbalah sich herausführen könnte. Und das ist dazu, damit die Welt jetzt sieht, dass man mit Hilfe des Lichtes eine Füllung bekommen kann. Und diese Füllung kann man nicht im Egoismus erlangen, außer wenn man dies mit Hilfe der Weisheit, mit Hilfe des Gebens erlangen kann. Entweder trennt man sich in von der ganzen Sachen oder man also mit Hilfe dieser Enttäuschung oder man gelangt dazu, dass das Licht auf einen Menschen wirkt. Ich habe das bei vielen Menschen gesehen. Bloß wir müssen verstehen, dass der Zustand, wenn sich die Menschheit nun in so eine Enttäuschung begibt oder noch tiefere Enttäuschung begibt, so geht das eigentlich der Frage voraus, was ist der Sinn des Lebens und als Fund, dass das Licht eigentlich der Heiler ist. Darin beenden wir den Unterricht. Danke an alle Zuseher und schönen Tag.